Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video aus Sammys Fantasyland. Ganz vielen Dank fürs Einschalten, fürs Dranbleiben oder auch vielleicht das erste Mal dabei sein. Ja, wie gewohnt, nahtlos an dieser Stelle machen wir einfach weiter. Und zwar mit dem ja Gruselbereich, Witch Hunter Bereich, wie auch immer. Also das letzte Video ist relativ gut angekommen bei euch. Ihr habt es, ihr fandet den Flat Ride, die Thematisierung des Flat Rides richtig gut. Ich habe mir also ordentlich Mühe gegeben. Und jetzt heißt es natürlich Niveau halten, also zumindest Niveau halten. Und da bin ich natürlich bestrebt und auch ganz ehrfürchtig, würde ich jetzt mal sagen. Also ich gebe natürlich mein Bestes. An dieser Stelle hier hinten, ja, war das noch ein bisschen offen. Die Achterbahn, die fährt hier an der Seite raus oder wird rausgeschossen. Und da wollte ich natürlich auch immer noch so ein bisschen... es muss alles ein bisschen versteckt werden. Zumindest hier vorne von der Seite. Man hört es immer ganz gut. Auch nachher, wenn ihr die Cinematics anschaut, dann ist der Katapultstart doch relativ gut zu hören, finde ich zumindest. Und dann taucht ihr auf einmal hinter den Gebäuden auf. Das ist irgendwie schon ganz interessant, wollte ich sagen. Ja, ich wurde kurz unterbrochen. Aber gut, weiter im Text. Bei den Gebäuden habe ich mich jetzt einfach mal an dem orientiert, was hier auch schon so vorher geboten wurde, das nur in den Höhen so ein bisschen angepasst und verändert. Aber so im Grundgerüst bleibt das Ganze gleich. Und mir war, glaube ich, noch wichtig, dürfte jetzt irgendwie gleich demnächst hier kommen, dass noch so ein kleines Mitarbeitergebäude hier seinen Platz findet, denn sonst rennen die auch durch den halben Park und sind dementsprechend dann etwas demotiviert. Und deswegen muss man denen ab und zu natürlich auch die Gelegenheit geben, sich hier auszuruhen und dementsprechend wieder den Gästen voller Tatendrang, sage ich mal, zur Verfügung zu stehen. Ich war mir hier noch nicht so wirklich sicher, wie das Ganze hier so funktioniert, denn die Achterbahn ist doch relativ dicht an den Gebäuden. Deswegen seht ihr mich ab und zu hier auch wieder so ein paar Korrekturen machen. Jetzt wieder nicht. Doch, genau. Ich musste hier mal so ab und zu mal so einen Wagen langfahren, um zu gucken, wo oder bis wo kann man das Ganze hier mit dem Gebäude ausreizen. Und habe dann gemerkt, unten an der Kante, da wo es rausgeht, ist es auch ein bisschen eng. Da musste also offensichtlich auch wieder nachgearbeitet werden. Und es soll ja auch alles dunkel sein an dieser Stelle. Und ich werde wahrscheinlich hier mit so einem kleinen Tag- und Nachtwechsel, denke ich mir mal, arbeiten müssen. Sonst bekomme ich das hier auch an der Stelle nicht dunkel genug. Denn die Sternpaneele helfen auch nicht wirklich, wenn man die hier an die Wände klatscht, denn es ist egal bei Planet Coaster, auch wenn man sich in einem Gebäude befindet, ist es immer irgendwie taghell. Und deswegen muss man das, glaube ich, mit so einem Wechsel irgendwie hinkriegen. Hier an dieser Stelle wird dann halt erstmal zumindest mit schwarzen Wänden gearbeitet. Die dürfen natürlich kreuz und quer hier stehen, das ist egal, das sieht nachher keiner. Erstmal, weil ein Dach oben drüber ist und zweitens, weil man dann doch hier mit einer erheblichen Geschwindigkeit, glaube ich, hier rausgeschossen wird. Da ist das dann nicht mehr ganz so tragisch. Vielleicht muss ich mir oben beim Dach noch ein bisschen was überlegen, dass man das nicht so kantig gestaltet. Vielleicht arbeite ich da mal noch ein bisschen nach, das mache ich dann aber ohne Aufnahme. Da werde ich euch dann einfach mal außen vor lassen und das Ganze in Ruhe, wenn man das dann irgendwann mal hat, in Ruhe fertig machen. Mal gucken. Hier war es dann auch wieder so ein kleiner Test. Wie passt die Ecke hier mit dem Wagen so zurecht? Das liegt auch daran, dass ich ja die Kollision hier ausgeschalten habe. Also immer wenn ich hier irgendwie was baue, dann ist mir das eigentlich völlig schnurzpiep egal. Die Kollision ist aus und theoretisch könnte ich auch
ja, die Achterbahn durch Wände fahren lassen, das wäre egal. Man kann es natürlich einschalten, aber das behindert einen dann beim Bauen doch relativ. Das ist dann nicht mehr so frei. Das macht dann. Also da sind die Grenzen doch sehr, sehr weit gefasst und von daher ist das ein bisschen schade. Ja, hier hinten wird sowieso irgendwie alles später normales ja, Backstage-Gebäude, würde ich es mal einfach so nennen. Deswegen habe ich hier noch nicht mal. An der einen Seite ist mir aufgefallen, als ich die Cinematics dann aufgenommen habe, ja, dass da noch eine Wand fehlt. Aber ja, das passiert und jetzt gehen wir einfach mal zum nächsten Abschnitt. Also wenn wir dann die große Kuppe überwunden haben und dann wieder in die Tiefe stürzen, dann ja, gibt es hier eine kleine Hausdurchfahrt, die... Ich weiß nicht, wie ich das jetzt einfach hier so am Anfang mir gedacht hatte. Erstmal habe ich ein Haus hingestellt und dann fing ich an, hier irgendwelche Wurzeln zu platzieren. Hier haut es übrigens mit der Höhe auch nicht hin. Das wird nochmal ein paar Mal noch geändert. Das ist einmal alles relativ noch zu dicht auf am Wagen. Hier platziere ich erstmal ein paar Wurzeln, weil ich mir jetzt ganz zuerst ja, gedacht hatte, ich fahre hier einfach durch einen finsteren Wald. Aber irgendwie haben mich die Wurzeln hier dann doch nicht so weggehauen. Also das fand ich nicht so interessant. Und ich habe da irgendwie nicht so den, ja, wie soll ich sagen, das lief nicht so. Und deswegen habe ich dann einfach hier ein Haus draus gezaubert und hatte mir dann gedacht, wenn man hier schon durchfährt mit knalliger Geschwindigkeit, dann gibt es auch ein kleines Blitzgewitter. Ob mir das so richtig gelungen ist, weil ich glaube, da ist ein bisschen Timing noch mit zwischen. Das muss ich noch ein bisschen korrigieren. Habe ich auch gemerkt, als die Aufnahme dann fertig war, dass die eine Lampe da drin ja so ein bisschen länger anblieb. Ja, muss noch ein bisschen nachgearbeitet werden. Das sind immer so kleine Dinge, die am Ende so ein bisschen übrig bleiben und dann auch vernachlässigt werden. Dann habe ich gedacht, damit hier ein bisschen Action ist, gibt es mal zerspringende Fenster. Aber da haben mir die Rahmen nicht so gefallen. Deswegen habe ich da einfach andere Fenster oben drüber gesetzt. Und dann habe ich gedacht, na gut, wenn die Fenster hier immer so rausspringen, habe ich eigentlich gar nicht drüber nachgedacht, dass da hier auch Leute vorbeigehen. Also kommen ganz zum Schluss später auch noch hier ein paar Warnhinweise oder Schilder dazu, dass hier auch eine Gefahr besteht. Ja, im Echten wird sowas niemals geben, aber das Spiel lässt es einfach an dieser Stelle zu und... ich fand es hier mal so ein bisschen lustig und direkt wenn der Wagen durchfährt, dann springen die Fenster da auf und das ganze Glas fliegt dann durch die Gegend. Realistisch ist das jetzt überhaupt nicht, das weiß ich selbst, aber ich fand das an dieser Stelle einfach irgendwie mal so ein bisschen lustig, auch mal solche Geschichten hier einzubauen. Ja, an diesem Haus halte ich mich doch eine ganze Weile auf. Waren viele Kleinigkeiten noch zu machen. Das war alles nicht so richtig, passte alles nicht so zusammen. Die Höhen waren so ein bisschen unterschiedlich. Das Dach habe ich später auch nochmal abgetrennt und ja, das war alles ein bisschen knifflig, wenn das einfach nur so ein ganz kleines Gebäude hier an dieser Stelle ist. Aber irgendwie hat es mich dann so ein bisschen aufgehalten und ja, ich kam nicht so richtig, ich will nicht sagen, ich kam nicht zurecht, aber ist halt doch ein bisschen langwieriger alles geworden. So, und damit die Parkbesucher, die Gäste hier natürlich nicht auf die Achterbahn zuhören oder da unten durchlaufen, gibt es dann hier an dieser Stelle endlich mal auch so einen obligatorischen Zaun. Wurden auch noch ein paar Gruselbäume hingestellt werden und dann ist an dieser Stelle auch schon fast fertig. Ich muss gestehen, das Video ist heute mal so 1, 2, 3, 4 Minuten kürzer als sonst. Das liegt einfach daran, dass ich tatsächlich... einfach mal einen Cut gesetzt habe und ja, dass den nächsten größeren Abschnitt auch tatsächlich in das nächste separate Video packe. Denn ich fand jetzt, wenn wir tatsächlich da hinten mit dem Aufzug, mit dem Turm, der da hinkommt, noch beginnen, ja, dann ist der auch nicht wirklich fertig vollendet und dann sieht das in den Cinematics am Ende nachher auch ein bisschen blöd aus und deswegen habe ich mich jetzt voll auf das Ding hier konzentriert, welches die Durchfahrt betrifft, habe dann am Ende auch sogar noch ein bisschen Beleuchtung hier hingesetzt und ja, dadurch ist das Video dann doch, sag mal, nur knappe 15 Minuten ohne Cinematics lang und
Ich denke, dass das mal an dieser Stelle auch ja, ausreicht. Ja, wie ihr seht, an diesem Häuschen bastel ich immer noch ein bisschen weiter. Mir fällt immer noch wieder irgendwas ein, was dann doch passen könnte. Das mache ich gerade. Und wir sind jetzt auch schon bei knapp 10 Minuten, also habt ihr noch 5 übrig, bei denen ich euch jetzt ein bisschen alleine lasse. Ihr könnt das Video genießen. Ich hoffe natürlich, ihr bleibt bis zum Ende dran. Und ja, wenn es gefallen hat, dann lasst es mich wissen, indem ihr einfach mal ja, das Däumchen hoch betätigt oder auch gerne einen Kommentar da lasst. Und ja, dann hoffe ich, haltet ihr bis zum Ende durch und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Achso, und wenn ihr es noch nicht getan habt, dürft ihr natürlich auch gerne ein Abo da lassen und auch die Glocke drücken, dann werdet ihr natürlich immer wieder informiert, wenn es was Neues gibt. Also, vielen Dank, bis dahin und ciao, ciao! Thank you.